Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Reiter und wir sind in Folge Nummer 24 von Astronia. Ja, ich bin mit dem Dingens hierher gefahren, sag schon mit dem Fahrzeug, hab das entladen, hab hier, glaube ich, ein Lager gebaut, damit ich das da reinpacken kann. Vielleicht habe ich auch dieses Lager gebaut, das weiß ich nicht mehr. Hab hier noch was gedruckt, also noch ein Lager ist es tatsächlich. Können wir gerade mal groß machen, dass das auch da ist. Und dann habe ich wahrscheinlich noch die Forschung angestoßen. Das habe ich auch gemacht. Hab, glaube auch hier bestimmt noch mehr gebaut. Eine Plattform habe ich auch gebaut. Das weiß ich noch. Und habe die Erzbude gemacht, oder? Das weiß ich jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall haben wir hier die Klamotten jetzt leer und dann können wir weiter gucken. Das nächste, was wir aber machen sollten, ist erstmal reinschauen hier in unser Plan, was wir als nächstes so machen müssen. Ne? Dann würde ich sagen, nach dem Intro gucken wir dann da rein. Bis gleich. So, dann gucken wir mal Missionslogbuch. Was müssen wir denn machen? Entsperre und drucke einen Packer. Was hier? Platziere das seltsame Objekt auf der Oberfläche von Silvia und aktiviere es. Okay, das können wir natürlich auch noch machen, ne? Dann da raus, wo ist das seltsame Objekt? Da hinten ist das. Dieses seltsame Objekt sollen wir... Ich glaube, das war jetzt... irgendwo stand das, wenn ich da dran hänge. Fall Akte Kronos. Schicksal des Triton. Bitte in sichere Entfernung zur Startrampe platzieren. Was ist die sichere Entfernung zur Startrampe? Halten zum Benutzen. Erst aktivierbar, wenn in das Gelände gebohrt wird. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt hier ein Loch bohren. Und jetzt? Erst aktivierbar, wenn in das Gelände gebohrt wird. Erst aktivierbar, wenn das Gelände gebohrt wird. Nicht aktivierbar, da Objekte das Areal blockieren. Jetzt verstehe ich es jetzt nicht so ganz. Muss das tiefer oder was? Oder wie ist das? Shit, wir haben keinen Sauerstoff mehr. Schnell an eine Pipeline dran. Puh, Glück gehabt. Gut, passt. Auf, zurück zu unserem Loch. Das Teil habe ich jetzt im Rucksack, ne? Ja. Also, wenn ich F drücke, dann... Ja, so läuft es nicht. Aber was ich auf jeden Fall tun muss, ist, ich muss hier mal gerade ein bisschen Sauerstoff dahin holen. Damit wir da nicht ewig mit dem Sauerstoff Probleme haben. Zu weit weg. So, jetzt gucken wir mal. Wahrscheinlich muss das tiefer liegen. Dass es oben auf der Erdoberfläche vielleicht nicht mehr ist. Unterirdisch nicht aktivierbar. Auch geil, oder? Das heißt, Bohrer raus und größer bohren, oder was? Auf ein neues. Da das Areal. Ich verstehe es noch nicht so ganz, wie es werden muss. Irgendwie wird es aber gleich klappen, schätze ich mal, oder?
das Objekt das Areal blockiert. Ich habe keinen blassen Schimmer, wie es gehen soll. Ist das so richtig? Ja, ich habe es geschafft. Ich habe keinen blassen Schimmer, was das ist. Fertig, seltsames Objekt. Ich brauche Sauerstoff erstmal. Als Xenobiologie-Labor. Biologie-Labor, Xenobiologie-Labor. Okay. Und könnte nützliche Informationen enthalten. Kann man da irgendwo reingehen? Tja, wir gehen erstmal zur Plattform und gucken, was da los ist, ne? Die werden uns ja weitere Informationen geben, weil da ist ja auch so ein Symbol schon dran, ne? So, F. Ein Hauch frische Luft. Installiere den Sauerstoffmacher im Xenobiolab auf Sylvia. Okay, da geht's dann weiter. Ein Sauerstoffmacher. Okay, hat es irgendwas gegeben? Eine Energiezelle. Sauerstoffmacher. Habe ich den im Rucksack? Bohreranpassung. Kleiner Drucker, Verbindung, Sauerstofffilter, kleiner Kanister, kleiner Generator, Leuchtfeuer, kleine Batterieverlängerung, Boostanpassung, Bohranpassung. Ne, da sind wir schon mal nicht. Gucken wir in den Drucker. Sauerstoffmacher, da ist er. Keramik und Aluminium brauchen wir dafür, okay. Keramik und Aluminium. Aluminium ist hier. Haben wir. Und Keramik. Bin ich mir jetzt nicht so sicher, wo die ist. War das so ein bräunliches Ding? Ich glaube ja, ne? Könnte das sein, oder? Ja. Drucken. Muss ich noch anstoßen. So, der druckt das jetzt. Also, da müssen wir aufpassen, dass wir gleich wieder auf Lager gehen. Wir haben den Drucker mit im Lager genommen, ne? Vielleicht nicht die beste Idee gewesen. So. Na, der wird ja gleich fertig sein, dann können wir das ändern. Ist ja ein Riesenapparat da hinten, ne? Dann ist er fertig. Ah, jetzt kommt die spitze Form. Okay, da ist er. Ausgepackt. Sauerstoffmacher. Ist die Frage, wo der hin muss, ne? Hier irgendwo einen Platz, den ich jetzt aber nicht sehe. Ich mal da drüben hin, oder? Okay, hier gibt es Slots, wo er rein kann. Aber ich weiß nicht, in welchen Slot. Vielleicht braucht er auch Strom oder so, aber da steht nichts mit Strom. Ah, da ist er. Ein Hauch frische Luft. Okay, wir haben hier eine Verbindung aufgebaut und haben jetzt frische Luft. Gut, dann weiter. Gehen wir da wieder hin. Können wir von hier aus auch aufrufen, oder? Bereit zum Einsammeln. Jetzt brauchen wir Energie.
Okay. Ja, jetzt müssen wir gucken, wie wir das hinkriegen. Aber das war nicht so, sondern ich muss das mit den anderen Dingern machen. Aber wir können ja trotzdem hier so ein paar Plattformen hinstellen, weil ich glaube, das macht Sinn, dass wir sowieso hier was erweitern. Untersuchen. Ne, da müssen wir mit F und da wollten wir jetzt Verlängerung. Sind das Verlängerungen, die wir damit machen können? Ich glaube ja. Dann nehmen wir die Verlängerung. Aber wir haben ja da drüben noch welche liegen, die wir ja nicht nutzen, weil die sowieso ewig brauchen, bis sie irgendwo sind, oder? Okay, wie kriege ich das jetzt in meinen Rucksack? So wahrscheinlich. Mama, passt. Vielleicht kriegen wir das noch hin. Fünf an der Zahl sind's. So, das hat geklappt. Laufen wir da mal schnell rum. So. Ich glaube, wir nehmen den hier. Wie weit können wir den ziehen? Bis hier. Okay. Rucksack auf. Wie kriege ich den da jetzt raus, einen einzelnen? Benutzen. Reicht das schon bis hierhin? Nee. Okay. Wie weit kann ich mit dem jetzt da weitergehen? Bis noch da. Achso, der sitzt da schon. Knapp daneben. Benutzen hatten wir schon hier. Na super, das hat gut geklappt. Okay. Legen wir das mal da hin. Ich hoffe, das reicht dann. Okay. Na, schade. Geh doch da dran. So. Nochmal einen benutzen. Nochmal einen benutzen. Ich hoffe, das kriegen wir hier so hin, aber wahrscheinlich fehlt mir nachher einer. Wetten. Jetzt nochmal und ich will hoffen, jetzt packt er. Hat er? Ja, da ist er. Zum Glück kriegen wir ja da Sauerstoff. Hätten wahrscheinlich auch gerade wieder so ein Problem gehabt. Und jetzt reicht es nicht, wetten.
Um so ein paar Zentimeter. Genau so ist es, ey. Du glaubst es doch nicht, oder? Ey, das switcht da dran und er. So. Auf ein neues nochmal das Ganze. Okay, vielleicht kriegen wir es so weit hin. Dass es doch klappt. Vielleicht müssen wir die mal drehen hier. Nee. Ja. So, jetzt kriegt das Ding Strom, oder? Ja, sehr schön. Hat geklappt. Wieder eine Aufgabe gelöst. Neue Mission, Canada Galastrapot. Keine Ahnung, was das ist. Haben wir. Kenne deinen Galastrapot. Benutze den Datenverlauf, um die Ortung des Xenobilapors zu aktivieren. Keine Ahnung, was das wieder ist. Datenverlauf. Keine Ahnung, was mein Datenverlauf ist. Also, das war jetzt falsch. Warum hat denn der da jetzt. Ich habe C gedrückt, da hat er. Das da aus dem Rucksack gemacht? Keine Ahnung. Okay. War das nicht der Kompass hier? Nee, das ist nicht der Kompass. Hä? Naja. Ich weiß es auch nicht, wie es der ist, aber das ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Wir können ja mal da gerade noch mal gucken. Da sind ja auch noch zwei Symbole an dem Ding dran. Ne? Vielleicht ist es das, dass das Teil hier irgendwo so ist. Laborzeichnung, Analyse. Knopf drücken, um Ortung zu aktivieren. Kenne deine. Ah, fertig, das war's. Alles klar. Meiner Forschung geht es auf dem Weg nach Lupus Prime weiter. Dies ist das erste Mal, dass ich mit dem ursprünglichen Exemplar arbeite, bevor sie sich der Umwelt angepasst haben. Alle sieben Galastropoden sind bei guter Gesundheit. Es gibt nichts Wesentliches zu berichten. Oh Gott. Persönlich möchte ich anmerken, dass ich den Wert unserer derzeitigen Mission in Frage stelle. Es wurde bereits umfangreiche Forschungsarbeiten über Galastropode oder Aptum durchgeführt und ich sehe nicht, welche zusätzlichen Nutzen diese Expedition auf Lupus Prime bringen soll. Die Lösung von Exo zur Einschließung ist bestenfalls fragwürdig, ob sie eine Spezies mit solchen invasiven Eigenschaften zu einem Haustier machen. Außerdem hat Crewmitglied Naro es sich angewöhnt, seine Freizeit in der Aufzuchtstation zu bringen und mich bei meiner Arbeit zu stören. Sein dumpfes Gurren und seine Angewohnheit, den Tieren Namen zu geben, sind irritierend. Ich fürchte jede Stunde, die er frei hat. Okay. Und hier gibt es noch ganz viele drei Einträge, oder was? Meine Bemühungen schaffen
Rogal es immer wieder aus seinem Terrarium auszubrechen und macht es sich lieber in seinem. Wisst ihr was? Da denke ich mal, machen wir in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.